jeden Fall, was ich sagen möchte, die Furcht ist, die Furcht, weil manche sagen, manche Atheisten sagen, sie möchten nicht an diesen tyrannischen Gott glauben. Hm? An diesen tyrannischen Gott der Religionen, der als der wie ein Despot und Diktator ist, der ständig die Menschen beobachtet. Hm? Tatsache ist aber, dass die Furcht des Menschen nicht nur hier im religiösen Sinne, sondern auch im allgemeinen Leben ein wichtiges Element ist für System, Ordnung und allgemein, wie ich schon gesagt habe, ist es eine Antriebskraft für den Menschen. Es gab mal in New York, war das glaube ich 1977, ich weiß nicht, 1977 gab es einen, aufgrund eines Blitzeinschlages, gab es einen kompletten Stromausfall in der Stadt New York. Stockdunkel alles. Die haben in dieser einen Nacht, glaube ich, über 4000 Menschen festgenommen. Das waren nur die, die man noch erwischen konnte. Wegen Überfällen, Diebstahl. Weil der Mensch hat sich in diesem Moment, hat er sich sozusagen, er hat gefühlt, dass er außerhalb der Kontrolle ist. Er wird nicht mehr kontrolliert. Die Augen des Staates und des Staatsschutzes sind nicht mehr auf ihn gerichtet. Er hat jetzt die Möglichkeiten. Und in diesem Moment kommt wieder dieses primitive, barbarische Verhalten des Menschen auf den Tag. Das heißt, und das ist, ich habe schon mal darüber gesprochen, aber in dem Fiqh-Unterricht, da wart ihr nicht alle dabei, in der Einleitung des Fiqh-Unterrichts, die Religion ist ein inneres, geschlossenes Schutzsystem. Die Religion schützt nicht nur den Menschen selbst, sondern sie schützt auch die Gesellschaft vor dem Menschen selbst. Denn er ist Wache über sich selbst. Er kontrolliert und wacht über sich selbst. Deswegen sind mittlerweile einige, selbst einige nichtgläubige Philosophen der Auffassung, dass man Religion wieder irgendwie beleben muss.